Ein rastloser Berliner Top-Kreativer auf der heimeligen Insel Fehmarn. Na, das kann was geben. Matthias, ihr habt einen Generationenwechsel hinter euch bei Heimat und trotzdem hat es keinen Strömungsabriss in Sachen Kreativität gegeben. Wie ist euch das gelungen? Ja, es ist natürlich immer Arbeit, aber es ist eigentlich relativ einfach. Wir haben die besten Leute, stellen die besten Leute ein. Das ist wunderbar. Trotzdem stellst du manchmal fest, trotzdem funktioniert es nicht oder die Leute aktivieren gar nicht so ihre Energie, weil bestimmte andere Sachen nicht stimmen. Wir hatten auch so eine Phase, das hieß mal Denkmalpflege, nenne ich es jetzt mal, also bösartig, wo dann alles wir so machen wollten, wie wir es früher bei Heimat gemacht haben und das war doch richtig und auch so Pläne gemacht und die Leute sollten genauso arbeiten. Das hat da zum Beispiel nicht funktioniert. Was auch nicht funktioniert hat, ist, wenn man die Pläne aus New York genommen hat. Die haben genauso wenig funktioniert. Am Ende war so für mich auch so die Erkenntnis, Kreative sind halt keine Denkmalpfleger oder Museumswärter, sondern die bauen lieber selber was. Ich glaube, wir sind eigentlich eine sehr gute Mischung im Moment aus, wo es zwar so bestimmte Werte gibt, Sätze, aber die Leute, auch ihre Teams, viel selber bauen können. Und das ist, glaube ich, dann am Ende der wichtige Punkt, warum jeder Einzelne da eigentlich seine Kreativität ganz gut zur Geltung bringen kann. Ist das irgendwo schriftlich niedergelegt? Gibt es sowas wie ein Manifest, aus dem hervorgeht, wie ihr sein wollt und wie Ideen von Heimat zu sein haben? Also irgendwo in dieser ganzen Welt auf irgendwelchen Festplatten gibt es wahrscheinlich 1000 Manifeste. Ich kenne keines davon, also gibt es nicht. Wir verschriftlichen auch relativ wenig. Bei uns gibt es eigentlich zwei Sätze, die wichtig sind. Mach es zu deinem Projekt. Das heißt so viel wie, es kommt jetzt nicht drauf, ich hatte die Idee und so weiter, sondern wer bringt denn das Projekt übers Ziel, über die Ziellinie? In dem Mach es zu deinem Projekt-Gedanken steckt natürlich auch dieses, ein bisschen Bullshit-Bingo, Leadership-Ding drin. Also ja, irgendjemand braucht es, der dieses Ding zu seinem Projekt macht und über die Ziellinie bringt. Das andere, was ich einen sehr wichtigen Satz finde, der stammt ursprünglich von Steve Jobs. It's more fun to be a pirate than in the Navy. Den kann man ja interpretieren, wie man will. Ich interpretiere den immer so, es ist eigentlich ganz gut, nicht bei allem um Erlaubnis zu fragen, sondern einfach mal selber was zu machen und auch vor allem auch nicht aufs Kommando von oben zu hören. Oder meistens ist schon ganz gut. Also ab und zu ist schon ganz gut. Aber ich sag mal, nicht aufs Kommando von oben zu warten, sondern einfach mal was zu machen. Das sind, glaube ich, zwei wichtige Sätze. Und der eine stammt eher aus der TBWA-Welt, weil in Los Angeles, da arbeiten wir ja seit 30 Jahren für Apple. Und der Mach es zu deinem Projekt, der stammt aus der Heimatwelt. So, das finde ich eine ganz gute Mischung. Mach es zu deinem Projekt. Ich weiß nicht, ob das bei der jungen Generation noch so gut ankommt, wo die ja gerne an tollen Projekten mitarbeiten, aber es zum eigenen zu machen, ist nicht immer so angesagt. Oder ist es bei euch anders? Also erstens, also wir haben überhaupt dieses ganze Problem nicht mit dem Nachwuchs, wo es immer heißt, ja, der Nachwuchs. Also bei uns, wir haben mehr als genug Leute, sehr viele junge Leute. Und ich persönlich kann die Beobachtung überhaupt nicht teilen, dass das bei den jungen Leuten nicht so ist. Die sind genauso wie wir früher. Ich habe auch zwei Kinder, die sind auch genauso wie ich früher. Also da gibt es überhaupt keinerlei Unterschiede aus meiner Sicht. Und die, nochmal zurück zu den oft beklagten Nachwuchsproblemen. Ich kenne sie nicht. Ich glaube, wenn man ein Angebot in den Agenturen schafft oder wenn man den Leuten Möglichkeiten gibt, an Projekten nicht nur zu arbeiten oder einen Plan zu erfüllen, sondern selber irgendwelche Projekte anzustoßen, dann machen die das halt auch. So. Wie sieht das aus, wenn bei euch jetzt Ideen entstanden sind? Also es gibt eine konkrete Aufgabe und da sind vielleicht so 10, 15, 20 Ideen in Ansätzen entwickelt worden. Wie wird entschieden, welche davon zum Kunden gehen oder in der Präsentation gezeigt werden? Gibt es ein Gremium oder gibt es so eine Sprechstunde bei dir und die werden gezeigt und vorgestellt und du entscheidest? Also wie läuft das bei euch ab? Das ist ganz verschieden, je nach Job. Also ganz viele Sachen entscheiden die Teams selber. Kriege ich auch gar nichts mit. Ist auch ehrlich gesagt nicht überall meine Aufgabe. Es gibt vielleicht im Jahr 2 oder 3 Jobs. Da bin ich dann auch noch voll drin. Zum Leidwesen von vielen Leuten. Oft ist es eher so, also ich sag mal, in 90% der Fälle ist es so, dass die Leute mich fragen um meine Meinung. Danach bereuen sie es auch sofort wieder.
So würde ich sagen, 90% der Fälle. Es gibt aber auch natürlich bei uns Formate, wo jeder zum Beispiel, also wir haben eine Online-Plattform, wo jeder seine Idee, die er hat, draufladen kann. Und einmal im Monat, alle 6 Wochen, gucken wir uns die an, sprechen drüber und sagen, was ist da dran gut, was ist nicht so gut, etc. pp. Es gibt sehr viele Formate, aber ich würde sagen, die größte Teil der Entscheidung wird von dem Team selber auch getroffen. In wenigen Jahren wird eine künstliche Intelligenz dich ersetzen. Sie wird weniger launig sein als du, aber sie wird deinen Platz einnehmen. Wie gehst du damit um? Ja, das verspricht mir ja seit 2 Jahren, dass diese künstliche Intelligenz endlich meinen Job übernehmen wird. Ich muss diesen Montag wieder arbeiten. Ich finde das, ich weiß nicht, wann kommt es endlich? Ich will endlich zur 4- und 3-Tage-Woche. So, also meine Perspektive ist ganz einfach so, also tatsächlich mechanische Geistesarbeit wird wahrscheinlich zu 80-90% von KI ersetzt. Strategisch, kreative und Relationship-Arbeit wird bleiben und wird mehr. Und wird in Zukunft auch noch besser bezahlt. Also Grüße nach New York. Ich warte auf eine Gehaltserhöhung. Wofür nutzt du denn welche KI-Instrumente im Augenblick? Persönlich? Ich nutze zum Beispiel keine visuellen im Moment. Ich nutze die eigentlich alle nur, um Daten zu aggregieren, wenn mir das über Google so umständlich ist. Oder mir dann auch proaktiv Vorschläge zu machen. Okay, wie kann man das jetzt sehen? Und wenn ich einen Datensatz habe, dann mal sagen, ja, wie könnten der Blickwinkel darauf sein, dieser Blickwinkel darauf sein? Kann man eventuell was Kreatives draus machen? Aber es ist auch schon eine Kunst tatsächlich, diese KI dann so zu füttern. Und das erfordert leider auch Kreativität, dass am Ende das Zeug rausgespuckt wird, was du willst. Und ich muss sagen, ich bin dann meistens am Ende im Moment noch so, wie ich sage, ach komm, hättest du dich einfach mal selber hingesetzt mit dem Bleistift, wäre vielleicht noch schneller gegangen, aber ja. Ein Berliner Kreativer und die Insel Fehmarn treffen aufeinander, aber beide haben es überstanden.